Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge bzw. einer neuen Produktvorstellung. Und Leute, ihr seht schon, wir sind draußen, mal nicht in unserer YouTube-Location. Und das hat einen einfachen Grund, Leute. Es gibt ein absolutes Novum, eine Weltneuheit, um nicht zu sagen. Und das ist dieses hier. So Leute, das ist es, darum geht es hier, das ist unser neuer Travel Grill Jones und in diesem Video geht es jetzt nicht darum, dass wir hier irgendwie krasses Rezept machen oder sonst wie, das verlinke ich euch, wenn es dann schon da ist, wenn nicht kommt es noch Leute, verlinke ich euch hier oben. Hier geht es erstmal nur darum, was ist der Jones und wie bauen wir ihn auf. Okay, Freshman, du hast dich ja schon so ein bisschen damit beschäftigt. Ja, habe ich. Jones kommt in so einer unglaublich geilen, was sind das so, Trucker. Ja, so LKW-Plane. Ja, LKW-Plane. Da muss man direkt dazu sagen, es ist ein feuerfestes Material. Feuerfestes Material. Das ist ganz wichtig. Genau. Der Freshman sagt schon, nämlich es ist sehr wichtig, dass das feuerfest ist, weil das auch die Unterlage ist, auf der ihr dann letztendlich grillt. Also ihr könnt irgendwie, also das Ding ist nicht so schwer. Allein wiegt der Grill 5,7 Kilo. Wenn ihr noch den Deckel dazu haut, den ich euch auf jeden Fall empfehle, kommen wir auch gleich zu, sind wir bei 7,3 Kilo. Also das ist wirklich... Ja, das geht und klar. Und das in so einer praktischen Tragetasche. Halt, genau, ne? Ihr habt hier so eine praktische Tragetasche, Leute, die auch gleichzeitig euer Untergrund ist zum Grillenfischen. Und dann kommen wir ran auf den Meter. Dann schauen, ja, schauen wir uns das Moped hier einfach mal an. So, ich mache das hier mal auf. Okay, nehmen wir es mal auf. Hier seht ihr auch, Leute, extra dicker Klett. Das ist der Klett. Also extra dicker Klett, Leute. Das ist auch der, der an unseren Abdeckhauben vom Fred und so dran ist. Also richtig, der ist tight. Der hält mich fest. Genau. So Leute, das ist das Ding. Und ihr werdet euch fragen jetzt, warum brauche ich einen Travel Grill? Warum sollte ich mir dieses Ding holen? Ich sage euch eins, Leute, das gibt es noch nicht, sowas. Denn, wie schon gesagt, es gibt viele Travel Grills. Aber das Teil, Leute, zwei Sachen. Erstens, das Ding hat Leistung ohne Ende. Ja, also ihr habt quasi Bernhard Quality to go. Bernhard Leistung to go. Das Ding macht, glaube ich, mittlerweile mehr Leistung als ein Fred Grill. Also da steckt richtig Power mit drin. Und das Ding hat zwei Brenner. Ne? Also, und das für ein echt geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Das ist schon geil. Alle Infos stehen übrigens hier oben. Blende euch mal unsere Website ein. Falls ihr da jetzt Bock drauf habt, nach diesem Video natürlich, könnt ihr da nochmal alles nachlesen. Okay, Leute, wie gesagt, der Deckel, den gibt es extra zu kaufen. Würde ich euch aber absolut empfehlen, weil natürlich richtig geiles Grillen, auch wenn man ein bisschen Wind ist oder indirektes Garn, natürlich nur möglich ist, wenn man einen guten Deckel hat. Und so kommt das. Das ist ja echt nichts, ne? Das ist nichts. Oh, hier hämmert es schon rum. Freshman, so, wir machen jetzt mal einen kleinen Product Porn heißt das. Machen wir. Davon, wie wir dieses Ding aufbauen, Leute. Und dann werdet ihr sehen, warum das erstens mega einfach ist und ja, in einer guten Minute. Ich glaube, ich mache immer so, ich mache ein bisschen langsamer. Ich schaffe es immer so in 75 Sekunden circa. Warum das so einfach ist, wie das einfach ist, was sich unsere Ingenieure dabei gedacht haben und wir zeigen euch auch gleich unsere absolut Novum-Technik. Und zwar, wie gesagt, es ist kein Steckgrill, es ist kein Zusammenbieggrill, sondern es ist ein Klappgrill, ein Faltgrill, Leute. Und das ist das absolut Geile daran. Freshman, bist du bereit? Wollen wir den Leuten mal zeigen, wie wir das Ding zusammensetzen? Und dann grillen wir eine Wurst, wa? Perfekt. Und go!
Leute, das ist also Jones und ihr seht schon, wenn ich mich da drauf stützen kann, dann ist das ziemlich robust. Hier klappert nichts, hier wackelt nichts. Komplett aus Edelstahl, Leute. Also ich finde, dieses Gerät ist ein ziemlich geiles Gerät. Ja, und wie gesagt, der Deckel macht mega Sinn, werden wir gleich auch noch sehen. Und ihr seht, Leute, das ist der Unterschied auch zum Wayne. Wir haben hier diese wunderschönen Kartuschenanschlüsse. Das heißt, ihr könnt einfach zwei Kartuschen mitnehmen und macht es euch, egal wo ihr seid, natürlich, Leute, nur grillen, wo es auch offiziell erlaubt ist, macht es euch da gemütlich. Sondern das solltet ihr auch offiziell immer unten drunter stellen, weil es einfach Safety, egal ob irgendwas fett ist, egal ob mal irgendwas mit Feuer sein sollte, was auch immer. Das Ding ist feuerfest, das ist hitzefest, da kann nichts passieren. Also stellt das Ding immer drauf, habt eine super Matte. Am Ende baut das auseinander, könnt das hier einfach genau wie es ist, hier drin liegen lassen. Dann schwappt er das Ding hier über und könnt das Teil schon wieder wegtragen. Und apropos Fett drauf, die Fettauffangschale, ne? Ja. Überleg mal, du hast ja kaum Gesiffer da unten drauf. Eben, das ist auch ein großer Unterschied, Freshman, sehr gut, denn wir haben wirklich eine Fettauffangschale unten drunter. Hat man ja sonst nicht so oft. Eigentlich nee. Sippt das dann runter, sippt auf dieses Teil. Auch das könnt ihr natürlich einfach mit Spülmittel oder so oder Desinfektionszeug abspülen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde es echt auch nochmal geiler, wenn man das Gesiffer nicht hat unten drunter. Ja. So. Freshman, das ist das letzte Ding. Das ist hier unser Multitool. Das hat drei Aufgaben. Zeig mal, halt mal die Kamera. Ja, Mann. Das hat genau drei Aufgaben. Nee, eigentlich vier. Im ersten Sinne sieht es ziemlich nice aus. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, ihr habt es ja eben schon gesehen, also als Rostheber, besonders wenn das Ding heiß ist. Natürlich jetzt nicht, wenn wir es so einsetzen und die noch nicht schmockig sind. Aber wenn es heiß ist und schmockig, macht das Ding Sinn. Dann haben wir natürlich unseren Bernhard-mäßigen, Leute da draußen, ihr wisst es, unseren Community-mäßigen Flaschenöffner. Der ist ganz wichtig. Und wir haben hier vorne diese zwei Nasen. Na, werdet euch fragen, was hat denn das? Kenn ich von Tetris. Ist aber nicht so. Da habt ihr die Möglichkeit, hier einmal über die Roste zu gehen. Warte, halt das mal einmal still, dass man sieht, wie perfekt das passt. Na? Ja, Mann. Könnt ihr quasi als Rostkratzer benutzen, falls da mal irgendwas eingebrannt ist, hat Marinaden eingebrannt sind und ihr wollt was anderes draufpacken. Es raucht vielleicht ein bisschen, schabt da ein bisschen rum, fällt ja alles unten in die Fettauffangschale und ziemlich nice. Ja, und eine Funktion hast du vergessen, ne? Jo, genau. Und zwar hier dieser schöne Euro-Schlitz. Ist keine Spardose, Leute, sondern da passt auch vorne die Zäckchen des Multitools passen da rein. Und da geht er hier vorne einfach rein. Und wichtig ist, das ist halt flexibel. Denn ihr geht ja hier vorne in die Beugung. Ne? Also ihr geht hoch und ihr geht runter und könnt hier quasi das so ein bisschen, siehst du das, Freshman? Ja, sehe ich. So richtig schön, richtig lässig aus dem Handgelenk, damit auch jeder sieht, dass ihr der obernice Grilltyp seid. Ist nicht statisch, kann sich also nichts verklemmen, könnt ihr nicht, wenn er irgendwie doof biegt, irgendwas verbiegen. Ja, ich finde das Ding ziemlich geil. Ich bin Hype Freshman. Wir werden das in mehreren Videos auch noch ausprobieren, Leute. Dazu kommt aber bald viel, viel mehr. Was halt wirklich auch nochmal sehr cool ist, möchte ich noch einmal erwähnen, ist halt dieses Klicksystem, was wir hier drin haben. Ne? Er ist patentiert. Patentiert, Leute. Reinstecken, einmal drehen, dann macht es richtig Klick, habt ihr eben vielleicht schon gehört. Und dann ist das Ding auch in sich fest montiert und ihr könnt losstarten. Richtig genau. Nice, Freshman. Perfekt. Wollen wir jetzt nochmal, machen wir nochmal einen kleinen Product Pound. Machen wir. Ich springe hier gleich nochmal in den Busch und suche ein paar Würstchen, was man halt hier so am Wegrand findet. Obwohl, nee, die man hier findet, wollen wir nicht, ne? Kartuschen schließen wir an, das machen wir alles in einem Product Pound und dann gucken, wo der Jan ist. Der pflückt, glaube ich, noch Gänseblümchen, ne? Oder ja, baut ja, oder unser auch Zeltlager Grillen, aus. Ja, der Salat muss gleich losprobieren, kommen mit dir zusammen, Freshman. Ja. Da halte ich dann mal die Kamera, dann könnt ihr probieren. Ich würde sagen, anschließen und weiter. Okay, Leute, Würste sind am Start. Auch das kann man hier draufstellen, Leute. Da ist egal, wenn was runtersuppt, da steht es safe. Kommen auch keine Tiere dran. Mega nice. So, was ja natürlich, worauf ihr achten müsst, Leute, ist, wenn der Deckel drauf ist, nicht drauflehnen, nicht draufpacken. Das nicht ist heiß. Nicht den Knossi machen. Nicht den Knossi machen, nicht einfach auf den Grill lehnen. Das wird ziemlich heiß oben, das gibt Verbrennung. Deswegen Safetti first. Apropos Safetti, Leute, hier vorne diese beiden schönen Kartuschen. Immer weg vom Grill stellen, obwohl der hier unten drunter natürlich nicht heiß wird, aber trotzdem safety-mäßig immer wegstellen vom Grill,
auch mit den beiden Nüppels, den Aufdrehmoppels nach vorne, damit ihr immer rankommt und darauf achten, dass der Schlauch, der Flexschlauch hier nicht mega dran liegt, sondern auch ein Stück weiter wegsteht. Dann lasst das Ding ganz normal aufheizen. Oh, ich merke das hier schon. Ja, da kommt richtig Hitze raus. Es ist richtig heiß. Wir werden gleich mal die Performance der Würste checken. IoFresh, wir haben natürlich ganz vergessen, es gibt natürlich nicht nur dieses Multitool, sondern auch dieses wunderschön mega geile Camping solide Multitool fürs Grillen. Grillzangen Moped heißt das, glaube ich. Es ist ein Wender-Gabel-Zangen-Moped-Ding. Leute. Gibt es auch, wenn es noch nicht gibt, gibt es das sehr bald bei uns im Shop. Und das ist ziemlich tight, Leute. Das zeigen wir euch aber auch gleich hier kurz in einem Wurstporn mit dabei. Und dann sind wir auch mal durch für heute, Freshman. Sauber. Das Video wird eh schon wieder zu lang. Ist ja nur ein Infovideo von Jones. Es kommen noch ganz viele andere Videos, wie zum Beispiel auch, was wir alles darauf machen und wo man den mit hinnehmen kann. Und überhaupt Grilling at the Edge of the World, also bei mir im Hintergarten. Ich sag schon mal Ciao Kakao, Leute. Ich glaube, ihr beiden kommt ja dann gleich noch mal rumprobieren. Ja, mal gucken. Ne? Mal gucken. Und dann, falls ihr Fragen habt, unten drunter. Subscribe nicht vergessen. Glocke haben wir heute nicht. Also, bis bald. Subscribe.